Kleine Pause und weiter geht's. Viel Spaß wünscht Ihr Forum Allgäu Kempten. Einen guten Abend am Dienstag. Eine Allgäuer Gemeinde möchte alle Kinder umsonst in ihr Freibad lassen. Eine andere sucht eine Königin. Und damit herzlich willkommen zu den Nachrichten hier bei Allgäu TV. Das sind die weiteren Themen. Neuer und größer. Otto Beurer Kreisklinik wird erweitert. Gesucht und gefunden. Stadtkapelle Mindelheim bekommt neues Vereinsheim. Und Menschen und Süchte. Ausstellung in der Berufsschule in Kempten. Wann haben Sie das letzte Mal was an Ihrer Wohnung erneuert? Wenn die letzte Renovierung länger als 30 Jahre her ist, dann könnte es vielleicht wirklich langsam mal wieder Zeit werden, zur Farbrolle zu greifen. Mit ein, zwei Eimern Farbe ist es in der Otto Beurer Kreisklinik nicht getan. Da steht nach über 30 Jahren eine Sanierung an. Räumlich und technisch muss dort einiges aufgeholt werden und erweitert wird das Krankenhaus auch. Bei laufendem Betrieb, versteht sich. Wie das ablaufen soll und wann die Bauarbeiten losgehen, wissen Julia Stapel und Jonas Strobel. Ja, die letzte Sanierung der Kreisklinik Otto Beuren liegt bereits mehr als 30 Jahre zurück. Das ist eigentlich nichts Schlimmes, denn die Klinik ist voll funktionsfähig. Heutzutage kommt aber einfach viel mehr Technik bei einer Operation zum Einsatz als noch damals. Das bedeutet, die Kreisklinik Otto Beuren muss nachrüsten. Mitte diesen Jahres sollen die Bauarbeiten beginnen. Wir erweitern die OP- und Intensivkapazitäten, weil wir zum einen steigende Leistungszahlen haben in unserer Klinik. Wir haben jetzt im 2017 so viele stationäre Patienten hier behandelt wie noch nie zuvor. Da wird jetzt als erstes ein Archivgebäude rückgebaut und es wurden da neue Archivflächen geschaffen. Und dann werden wir mit dem OP-Gebäude beginnen im September, Oktober. Ein weiterer wichtiger Grund für das Bauvorhaben ist die räumliche Trennung der Operationssäle. Zwei im ersten Stock, ein kleiner im Erdgeschoss. Dies führe zu erheblichen Störungen im Betriebsablauf, so Chefarzt Dr. Manfred Nuschler. Als Arzt und als Pflegekräfte, unsere Mitarbeiter hier, profitieren wir von neuen Räumlichkeiten, die verbesserte Funktionalität für uns bedeuten, erweiterte Kapazitäten darstellen. Wenn Sie sich vorstellen, dass wir, ich habe das vorhin schon erzählt, dass wir ungefähr 3500 Operationen hier im Jahr durchführen, dass wir manchmal pro Tag 20 bis 25 Operationen hier in diesen OP-Sälen machen, dann ahnen Sie, dass wir hier für effiziente Arbeitsabläufe auch entsprechende Räumlichkeiten brauchen. Die gesamte Maßnahme wird dann bis ca. Ende 2020 dauern. Bei steigenden Patientenzahlen könnte eine derart lange Bauphase dann nicht problematisch werden? Da das zwei Gebäudeteile sind, die ja außerhalb errichtet werden und die unsere Bettenstationen in anderen Gebäudeteilen untergebracht sind, wird jetzt der Neubau von den Gebäuden nicht zu Beeinträchtigungen bei den Patienten führen. Geplant sind Anbauten im Norden und Westen des bestehenden Gebäudes. Im Norden die Intensivstation und im Westen die Operationssäle. Die Maßnahme soll ca. 14 Millionen Euro kosten. Der Freistaat Bayern wird diese Maßnahme mit rund 10 Millionen fördern und das Delta dazu werden die Kreisklinik bzw. der Landkreis finanzieren. Bis Ende 2020 soll das Bauvorhaben fertiggestellt sein. Ärzte und Pflegekräfte sind guter Dinge. Schließlich sei der Umbau ein wichtiges Signal für den Erhalt und die Bedeutung des Klinikstandortes in Otto Beuren. Ja, und man kann nur hoffen, dass eine so große Investition wirklich ein Zeichen für den Erhalt des Otto Beurer Krankenhauses ist. Was endgültig daraus wird, muss man abwarten. Wir bleiben auf alle Fälle an dem Thema dran. Jetzt von einer Einrichtung für die Bürger eines Ortes zu einer anderen. Das Freibad in der Oberallgäuer Gemeinde Fischen können Kinder bis 17 Jahren künftig umsonst benutzen. Hintergrund ist, dass laut der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft DLRG immer weniger Kinder richtig schwimmen können und es immer mehr Badeunfälle gibt. Mit der kostenlosen Saisonkarte will die Gemeinde erreichen, dass Kinder möglichst früh schwimmen lernen. Familienfreundlich ist das Angebot noch dazu. Ja, und gleich in Allgäu TV Kompakt, Rodelunfälle, Tourismusbilanz und ein Brand in Türkheim. Bleiben Sie dran.
Das Allgäu ist für mich Heimat, also mein persönlicher Rückzugsort, um einfach wieder Kraft zum Tanken, wieder neue Energie zum Schöpfen. Und da ist einfach das Allgäu mit seinen Leuten, mit meiner Familie und aber auch mit der Umgebung einfach ganz besonders und für mich unersetzbar. Allgäu TV. Wir sind das Allgäu. Unsere Energie bringt vieles in Bewegung. CO2-neutral und nachhaltig. Wir sind Ihr persönlicher Ansprechpartner für Heizöl, Pellets, Erdgas, Strom, Kraft- und Schmierstoffe. Wenn es um Energie geht, bringen wir Licht ins Dunkel. Fragen Sie uns. Kessler. Energie für das Allgäu. So viel Allgäu gab's im Netz noch nie. Allgäu.live. Schön, schräg, steil. Exklusive Nachrichten, Reportagen und packende Porträts. Ganz ohne Vertragsbindung. Jetzt kostenlos testen. www.allgäu.live. Ich muss jeden Plan aus der Zukunft betrachten. Deshalb suche ich nach Produkten, die auch nach Jahrzehnten noch innovativ sind. Eben ganz schön Josko. Das Fenstersystem mit Weitblick. Außen ein Look in Alu, innen beliebig mit Holz oder Kunststoff kombinierbar. Mehr Infos auf josko.de. Der Geheimtipp im Tannheimer Tal. Die Achter Skirunde Zöblin-Schattwald. Mehr unter tannheimer-bergbahnen.at. Was bewegt Sie? Sehen Sie den Allgäu TV Sonnenschirm. Kommen Sie einfach auf uns zu und sagen Sie uns, was Sie bewegt. Ihre Gedanken, Ihre Sendezeit, Ihr Schirm. Alle Infos unter allgäu.tv. Der Nachrichtenüberblick beginnt mit einem Fahndungserfolg der Lindauer Polizei. In der Nacht auf Dienstag konnte dort ein international gesuchter Einbrecher festgenommen werden. Für den Mann lag ein Haftbefehl aus der Schweiz vor. Er hatte versucht, sich mit einer falschen Identität nach Frankreich abzusetzen. Dabei konnte die Polizei ihn aber in einem Fernbus nahe Lindau festnehmen. Der Mann wurde jetzt an die JVA Kempten überstellt. Erneutes Rekordjahr. Die Stadt Lindau hat im vergangenen Jahr erneut ein Rekordjahr im Tourismus verzeichnen können. Die Stadt am Bodensee zählte etwas weniger als 1 Million Übernachtungen in 2017. Rund 7% mehr als im vorherigen Rekordjahr 2016. Grund dafür sei vor allem die große Bandbreite an Angeboten. Aber auch der Faktor Wetter spielt laut Analyse für die Gäste eine entscheidende Rolle. Vor allem im Frühjahr und Herbst wurde bei guter Wetterprognose häufig kurzfristig gebucht. Für das kommende Jahr erwartet man ähnlich gute Zahlen wie in 2017. Gestern Mittag ist es in Türkheim zu einem Wohnungsbrand gekommen. Der 39 Jahre alte Bewohner wurde dabei schwer verletzt. Zu dem Brand kam es, als die Wohnung des Mannes zwangsvollstreckt werden sollte. Als die Gerichtsvollzieherin kam, verbarrikadierte sich der 39-Jährige in seiner Wohnung. Als die Beamtin daraufhin die Polizei zur Hilfe rief, setzte er seine Wohnung in Brand und flüchtete auf das Dach eines Nebengebäudes. Von dort aus stürzte er rund 3 Meter in die Tiefe und zog sich schwere Verletzungen zu. Die Wohnung brannte komplett aus. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 100.000 Euro. Pläne für alte Kaserne. Der Kemptener Investor Walter Bodenmüller hat konkrete Vorstellungen für die zukünftige Nutzung der alten Artilleriekaserne.
So stellt sich der Investor unter anderem ein großes Fachmarkt- und Sportzentrum auf dem Areal vor. Auf rund 36.000 Quadratmetern könnten demnach eine Boxarena, Indoor-Fußballplätze und auch ein Gartencenter Platz finden. Bodenmüller möchte aus Rücksicht auf die Geschäfte in der Innenstadt innenstadt-irrelevante Branchen anlocken. Dazu könnte auch noch eine Tiefgarage kommen. Bevor all diese Ideen in die Tat umgesetzt oder beschlossen werden könnten, müssen die alten Gebäude jedoch erst abgerissen werden. Im Winter 2018/19 will Bodenmüller mit dem Abriss beginnen. Am Imberger Horn kam es in den vergangenen Tagen zu drei zum Teil schweren Rodelunfällen. Bereits am Freitag verletzte sich ein 12-jähriges Mädchen bei ihrer Abfahrt so schwer, dass es per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen wurde. Drei weitere Männer verletzten sich bei ihren Rodelabfahrten am Wochenende ebenfalls schwer. Auch sie mussten mit ihren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden. Froh über Müller. Mit Erleichterung haben die Allgäuer Hilfsorganisationen auf die erneute Ernennung des Allgäuers Dr. Gerd Müller zum Bundesentwicklungsminister reagiert. Die weltweit tätige Organisation Humedica aus Kaufbeuren bezeichnete Müllers Arbeit als hervorragend. Auch viele andere Hilfsorganisationen waren mit Müllers Arbeit bislang sehr zufrieden. Man erwartet von ihm in seiner nächsten Amtszeit eine Weiterführung seines Einsatzes, unter anderem gegen Hunger- und Fluchtursachen. Auf dem Gründen in Burgberg ist es am Sonntag zu einem schweren Unfall gekommen. Eine 26-jährige Schneeschuhwanderin rutschte etwa 100 Meter über eine Steilrinne ab. Ihr Begleiter wählte sofort den Notruf. Die Frau bekam zudem Hilfe von einem Polizeibeamten der alpinen Einsatzgruppe. Dieser war zufällig vor Ort und konnte sie sichern. Die Frau kam schwer verletzt ins Krankenhaus, ist aber außer Lebensgefahr. Videoassistent statt Bahnschalter. Dem Bahnhof Bad Wörishofen fehlt schon seit längerem ein Schalterbeamter. Deswegen soll jetzt ein Videoautomat am Bahnhof installiert werden, ähnlich wie es ihn hier in Immenstadt bereits seit rund einem Jahr gibt. Bahnreisende können auf die Art per Knopfdruck mit einem Schalterbeamten verbunden werden. Dieser kann dann live per Video auf Fragen zu Fahrplan, Reservierungen und anderen Problemen antworten. Sämtliche Kosten für das Projekt würden von der Bahn getragen. Wann der Videoschalter in Bad Wörishofen installiert werden könnte, ist noch nicht bekannt. Neue Flugziele. Ab kommendem Herbst wird Ryanair vom Allgäu Airport Memminger Berg aus zwei neue Ziele anfliegen. Wie die irische Billigfluggesellschaft mit Basis im Allgäu bekannt gab, können Reisende dann zweimal pro Woche auch ins schottische Edinburgh und das süditalienische Brindisi fliegen. Auch im kommenden Jahr wollen die Verantwortlichen die Marke der 1 Million Fluggäste am Allgäu Airport knacken. Für die Allgäuer Eishockeymannschaften in der Ober- und Bayernliga stehen bereits die ersten Entscheidungen zum jeweiligen Ligaverbleib fest. Der ESV Buchloe steht nach einer deutlichen 3:7 Heimniederlage bereits als Absteiger in die Landesliga fest. Einen Abstieg in die Bayernliga verhindern kann dagegen noch der EV Lindau. In der Relegationsserie gegen den HC Landsberg können die Isländers mit einem Sieg am kommenden Freitag den Klassenerhalt perfekt machen und dem ECDC Memmingen folgen. Letzterer hat sich bereits vorgestern mit einem klaren 8:1 Sieg beim ESC Geretsried den Verbleib in der Oberliga Süd gesichert. Ja, und soweit die Nachrichten für heute. Jetzt fehlt noch der Blick auf das Wetter der nächsten Tage. Hier kommt unser Wetterbericht. Heute Nacht wird es in den meisten Regionen des Allgäus nass. Es gibt einen Mix aus Schnee und Regen. Nur im Oberallgäu bleibt es trocken und bewölkt. Die Temperaturen liegen zwischen +2 und 0 Grad. Den morgigen Tag starten wir trocken und ohne Regen. Im Raum Bodensee bleibt es grau und bewölkt. In den anderen Regionen scheint hin und wieder die Sonne durch die Wolkendecke. Die Höchsttemperaturen liegen bei +6 Grad. Am Nachmittag regnet es dann im ganzen Allgäu. Im Ober- und Ostallgäu kann sich trotz Regen manchmal die Sonne zeigen. In den anderen Teilen des Allgäus bleibt es weiterhin nass und grau. In den Skigebieten gibt es morgen einiges an Neuschnee und die Sonne wird sich auf der Piste immer mal wieder zeigen. Am Fellhorn und an der Kanzelwand bleibt es bewölkt und grau. Die Höchsttemperaturen in den Bergen liegen bei +4 Grad. Am Donnerstag gibt es viel Sonne und nur ein paar Wolken ziehen auf. Die Temperaturen liegen zwischen -1 und warmen 8 Grad plus.
Das Wochenende starten wir überwiegend bewölkt und mit wenig Sonne. Am Samstag macht die Sonne dann eine Pause, jedoch wird es mit plus 14 Grad um einiges wärmer als die vorherigen Tage. Die Stadtkapelle Mindelheim hat ihr Vereinsheim vor 45 Jahren gebaut. Damals hatte der Verein rund 40 Mitglieder. Mittlerweile ist die Musikkapelle auf fast die doppelte Größe angewachsen, die Jugend noch nicht mal mitgezählt. Die Folge? Logisch, es gibt zu wenig Platz. Zu wenig Platz für die Musiker, die Instrumente, die Trachten und die Noten. Und zu wenig Platz für ausreichend Sanitäranlagen, für Parkplätze, für den Fundus und. Jetzt soll ein neues Vereinsheim her. Der Proberaum der Stadtkapelle Mindelheim sieht, wenn nur zwei Musikanten drin stehen, eigentlich gar nicht so klein aus. Aber das täuscht, denn der Verein hat massive Platzprobleme. Deshalb haben sich die Vereinsmitglieder aktiv mit ihren Problemen beschäftigt und nach Lösungsansätzen gesucht. Wir waren jetzt 2 Jahre beschäftigt mit Eruierung, was ist der Raumbedarf, wie könnte man das hier gestalten, haben dann festgestellt, hier kommen wir nicht weiter. Deshalb war der Ansatz auf der grünen Wiese. Der ist jetzt unterstützt, dadurch, dass wir die Zusage für ein sehr schönes Grundstück haben. Und dieses Grundstück, das befindet sich hier am Ortsrand von Mindelheim, in der Nähe der denkmalgeschützten Maria-Schnee-Kapelle. Hier könnte bald so etwas Ähnliches wie das oder das hier stehen. Diese Modelle wurden von Studenten einer Architekturhochschule in München entworfen, um verschiedene Möglichkeiten für ein neues Vereinsheim zu präsentieren. Die Pläne für ein neues Heim werden also immer konkreter. Dennoch stellt sich die Frage nach der Finanzierung. Zum einen erstens mal durch Muskelkraft, also sprich, wo es immer geht, Eigenleistung. Wir sind sehr viele Musiker, wir müssen die Talente, die wir haben, einsetzen. Wir sind gut eingebunden in die Bevölkerung, da vielleicht den einen oder anderen Handwerker motivieren. Wir erfahren bis dato schon eine gute Unterstützung durch die Stadt. Darüber hinaus ist es uns ein Ansatz, auch auf Firmen zuzugehen, die am Bau beteiligt sind. Darüber hinaus aber auch auf Firmen, wo wir uns Gedanken machen Richtung Sponsoring. Das steht noch in den Stadtlöchern, das ist ein ganz neues Thema für uns. Aber da hoffen wir uns auch eine breite Zustimmung und insgesamt auch von der Bevölkerung, die eine oder andere Spende zu erhalten. Motivation für die Studenten, ihr Bestes zu geben, gab es in Form von insgesamt rund 3.000 Euro Preisgeld für die besten 3 Modelle. Bisher steht also noch nicht fest, wie das neue Vereinsgelände in Zukunft aussehen soll. Die weiteren Planungen sehen so aus, dass wir im Lauf des ersten Halbjahres zu einer konkreten Bauplanung aus der Summe der besten Ideen, der Entwürfe, unserer eigenen und der Studenten, zusammenfassen. Unter Berücksichtigung der Nachbarschaft, unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten. Und Bauplanung bis Mitte des Jahres, dann die zweite Jahreshälfte dann wirklich in die Kostenabschätzung, also Angebote einholen, Kostenabschätzung und in die Finanzierung zu gehen und bis Ende des Jahres zumindest das, was an öffentlichen Fördermitteln zu beantragen ist, die Anträge zu stellen. Ab nächster Woche werden die Mindelheimer die Möglichkeit haben, sich die verschiedenen Modelle und Pläne im Rahmen einer Ausstellung anzuschauen und auch ihre Meinung abzugeben. Sie findet vom 13. bis zum 23. März in den Räumen der Sparkasse Mindelheim statt. Am 6. April endet die Bewerbungsfrist für einen der begehrtesten Jobs im Allgäu. Diesen Job kann man nicht lernen. Es gibt auch keinen IHK-zertifizierten Abschluss. Zur Hutkönigin wird man ernannt. Bereits zum 16. Mal sucht die Hutstadt Lindenberg eine passende Repräsentanz. Wenn Sie sich als Hutkönigin bewerben wollen, alle Infos dazu gibt es auf der Internetseite der Stadt Lindenberg. Bisher haben sich schon 15 Frauen beworben. Ob Männer auch mitmachen dürfen, ist nicht bekannt. Aber vielleicht gibt es ja jemanden, der sich als Hutkönig fühlt. So, wir machen jetzt noch einmal eine kurze Pause und wir melden uns dann mit einer wirklich interessanten Ausstellung zurück. Bis gleich. Das Allgäu ist für mich die Heimat, in die ich immer wieder gern zurückkehre, weil es hier einfach die schönsten Berge gibt. Man kann hier alles Mögliche machen.
Hier sind meine Freunde auch daheim und ja, das macht für mich das Allgäu aus. Allgäu TV. Wir sind das Allgäu. 40 Jahre Kiebler-Teppiche. Zum großen Jubiläumsverkauf bieten wir handgefertigte Web- und Designerteppiche, aber auch Allgäuer Fleckerlteppiche in allen Wunschgrößen. Familie Kiebler freut sich auf Ihren Besuch. Hello Fit, dein Fitnessstudio. Bringe deinen Körper in Topform mit unserem abwechslungsreichen Kursprogramm und geschulten Trainern. Sport, Wellness, Sauna in einem Hello Fit in deiner Nähe. Jetzt unverbindlich testen. Das Größte für die Kleinsten gibt's bei der Babywelt in Gersthofen. Europas größtem Fedes Babyfachmarkt. Mit Baby- und Kinderzimmern, den besten Autokindersitzen, Kinderwagen, Buggys und vielem mehr. Die ganze Welt der Babys auf über 5000 Quadratmetern. Einfach riesig und einfach zu finden im Heripark Gersthofen. Direkt an der A8 und der B2. Mit riesigem kostenlosen Parkplatz. Auf dem Gipfel stehen. Einfach nur spazieren gehen. An Kleinem große Freude haben. Gedanken spüren. Stille hören. Kreativität von Anfang an. Wissen weitergeben. Helfen, wo man kann. Das Wunder der Natur erleben. Gemeinsam singen, weil es so befreit. Bella musica, folicoli, folicola. Abends ins Theater eilen. Lebensfreude teilen. Einfach treiben lassen. Einfach sein. Es gibt so viele Möglichkeiten, aktiv zu sein. Mein Freiraum, meine Gesundheit. In jedem Alter. Was bewegt Sie? Sehen Sie den Allgäu TV Sonnenschirm. Kommen Sie einfach auf uns zu und sagen Sie uns, was Sie bewegt. Ihre Gedanken, Ihre Sendezeit, Ihr Schirm. Alle Infos unter allgäu.tv. Jetzt in der Fastenzeit verzichten viele Menschen auf liebgewonnene Gewohnheiten. Der Klassiker ist, auf Fleisch, Süßigkeiten oder Alkohol zu verzichten. Manche verkneifen sich auch das Fernsehen oder machen Handyfasten. Das ist alles freiwillig. Die ganze Sache sieht aber anders aus, wenn es sich nicht um eine Gewohnheit handelt, sondern um eine Sucht. Wie vielfältig Süchte sein können, das haben heute die Schüler an der Berufsschule in Kempten gelernt. Dort ist momentan die Ausstellung Einfach menschlich zu Besuch. Ausstellungen zum Thema Sucht und Suchtprävention gibt es ja viele. Was an dieser hier anders ist, das weiß Julia Stapel. Einfach menschlich ist nicht nur der Name dieser Ausstellung, sondern auch ihre Kernaussage. Wir stolpern alle mal im Leben, so Freier von Hennings. Sie begleitet dieses Projekt bereits seit seiner Entstehung. Und die war vor rund 20 Jahren. Suchtbetroffene entwickelten 1998 zusammen diese Ausstellung. Das Thema Menschen und ihre Süchte. Ganz viele erwarten wirklich krasse Bilder von Süchtigen. In unserer Ausstellung sind ganz viele total überrascht. Weil wir haben schon Bilder in der Ausstellung, aber wenig. Wir drücken mit Bildern eher Stimmungen aus. Was Besuchern hier begegnet, da ist auch erstmal ganz viel Abwehr, ne? Also einem begegnet ganz viel Text. Aber der Text ist ganz besonders. Es sind lauter kurze Erfahrungsaussagen von Betroffenen. Erfahrungsaussage von einem Drogenabhängigen, eine Erfahrung von einer Kaufsüchtigen, Erfahrung von einem Spieler, von jemand, der mit Medien total Schwierigkeiten gekriegt hat. Ganz unterschiedliche Erfahrungen und auch lesemüde Schüler raffen sich irgendwann auf und werden ganz neugierig.
Momentan ist die Ausstellung Einfach menschlich in der Berufsoberschule in Kempten zu Gast. Ganze 3 Wochen lang wird sie hier bleiben. In dieser Zeit werden 39 Gruppen die Ausstellung besuchen und mit Freier von Hennings über ihre Eindrücke und Gefühle sprechen. Also viele Gruppen kommen hierher mit ganz viel Abwehr, ganz viel. Geht mich nichts an, habe ich keinen Bock drauf, schon wieder in der Schule dieses Thema. Also viele sind sehr müde mit diesem Thema, so. Weil viel Suchtprävention eben in jungen Jahren passiert und da geht es nicht darum, was in den Menschen passiert, so. Und in der Eingangsrunde, wir machen ja eine ausführliche Eingangsrunde, wo wir die so ein bisschen reinholen in diese Art von Ausstellung und Thema, da werden die ganz neugierig. Und dann gehen sie sehr neugierig in die Ausstellung und dann kommen sie noch nachdenklicher aus der Ausstellung raus. Also ganz viele kommen hinterher und sagen, boah, ich habe das noch nie so angeguckt. Ich habe mich und mein Leben noch nie so angeguckt. Und ich würde gerne mal mit jemandem drüber reden. Das ist so der erste Schritt. Und eine Ausstellung ist sehr niedrigschwellig. Ich muss nicht mich anmelden in der Beratungsstelle. Ich muss nicht zu einem Arzt gehen und mich öffnen. Die Ausstellung reißt wieder ab. Mich sehen die nie wieder. Das ist wunderbar, um erstmal offen reden zu können. Und das ist ein wichtiger Bestandteil der Ausstellung. Sie möchte einen Impuls bei den Besuchern wecken. Über sich selber nachzudenken und sie möchte ihnen die Angst davor nehmen, sich Hilfe zu suchen. Ein weiterer wichtiger Punkt, den Freier von Hennings mit den Schülern bespricht, ist die Co-Abhängigkeit. Dass wir diese Thematik, was kann ich als Freund, als Partner, als Angehöriger tun, wenn jemand, der mir nah ist, den ich wirklich lieb habe, ja, in eine Sucht reingerät. Und da gibt es diesen Begriff Co-Abhängigkeit, dass ich anfange, falsch zu helfen und mich verstricke und das alles eigentlich immer nur noch schlimmer wird für alle Beteiligten. Und wie kann man da aussteigen? Unendlich viele Lebensgeschichten stecken in dieser Ausstellung, erzählt uns von Hennings. Um diese richtig aufzunehmen, bittet sie die Schüler auch mal allein durch die Ausstellung zu gehen. Erst dann können die Erfahrungen und Gefühle der Suchtkranken richtig auf den Besucher wirken. Mein Eindruck war, dass es teilweise ziemlich drastisch dargestellt war von der Wortwahl her, aber andererseits bei manchen Sachen vielleicht auch abgeschwächt. Ich habe so ein paar Zitate gelesen und dann dachte ich, okay, die haben geschrieben, es war schlimm für sie, aber wenn ich mich da reinversetzen würde, wäre es für mich noch mehr als schlimm und so. Von dem her war es unterschiedlich, aber allgemein fand ich es sehr emotional. Also auch vor allem die Co-Abhängigkeit, dass Angehörige damit reingezogen werden. Das ist für mich schon ein emotionales Thema einfach. Und das wurde teilweise auch so gut beschrieben, dass ich da davor stand und dachte, okay, krass. Und dass es in mir was ausgelöst hat, was ich normalerweise nicht so kenne von Ausstellungen. Am Ende merkt man, wie unterschiedlich nicht nur Eindrücke und Erfahrungen von Suchtkranken, sondern auch wie unterschiedlich Süchte überhaupt sein können. Traurig, aber wahr. Von Jahr zu Jahr wächst dieser Baum und wird größer. Ja, und das waren die Allgäu TV Nachrichten am Dienstag. Ich würde mich freuen, wenn Sie morgen wieder einschalten und wenn Sie in der Zwischenzeit unsere Facebook-Seite besuchen. Dort gibt es viele Themen, Filme und Fotos, über die wir am Freitag reden wollen. Zum Beispiel auch eine Umfrage zum Dieselfahrverbot. Und dazu brauchen wir auch Ihre Meinung. Also fleißig kommentieren und dann sind Sie vielleicht schon am Freitag Teil unserer Sendung. So viel dazu. Das war es dann wirklich von uns für heute. Machen Sie sich noch einen schönen Abend. Der ganz super Skifahren hier, der ganz super Langlauf. Es gibt hier die tollsten Hotels. Ich bin im Sommer sehr viel mit dem Mountainbike unterwegs. Und ich muss ehrlich sagen, Allgäu, die Berge, also die Alpen, das sind das Schönste zu biken. Wandertouren, super, wunderschön. Und mit den Hunden natürlich, die rennen hier. Tannheimer Tal, Unterjoch, Oberjoch, klasse. Allgäu TV, wir sind das Allgäu.